Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 13.05.2019. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir schauen in den heutigen Item Shop rein und da haben wir ein neues Item. Jo. Würde ich mal sagen, fangen wir jetzt hier ganz kurz bei dem Raptor an, bei dem Set hier. Das hatten wir ja gestern bereits im Shop gehabt. Ich blende jetzt einfach nur kurz die Noten von gestern ein, also beziehungsweise die aktuellen Noten, wenn ihr die von gestern sehen wollt. Oben in der rechten Ecke habe ich das Video verlinkt, könnt ihr euch gerne anschauen. So, also eure Noten aktuell. Hier sind 4,14 von 5 bei 161 Votes. Am 14. Januar 2018 ist das erste Mal drin gewesen, 24 Mal, seitdem 51 Reminders. Hier unten in der rechten Ecke blende ich wieder ein, wie euch der Shop gefällt. Momentan 995 Love It's, 1272 It's Meh und 2539 Hate It's. Also ziemlich unbeliebt aktueller Shop und es geht immer noch weiter hoch hier. Da haben wir hier die Velocity. Gucken, ob sich da, wie sich da eure Noten entwickelt haben aktuell. Hier haben wir 4 von 5 bei 25 Votes und 26 Reminders für 2000 V-Bucks Velocity. Dann sind wir bei dem Sturmbomber und das Ding ist ja mega geil. Gucken wir mal, es ist der Assault Bomber. Und der Assault Bomber hat hier 4,18 von 5 bei 11 Votes, 5 Reminders. Für 1200 V-Bucks der Assault Bomber, Sturmbomber. Hier haben wir den Party Löwen für 1500 V-Bucks Party Animal. Note derzeit 4,53 von 5 bei 36 Votes. Am 7. Januar 2018 ist er erstmal dran gewesen. 23 mal 86 Reminders. Hammerteil. Jetzt kommen wir zu unserem stacheligen Kaktus. Ja, ich finde den relativ witzig, sage ich mal. Ist total verrückt. Auf der einen Seite hässlich, auf der anderen Seite witzig. Das Teil für 800 V-Bucks. Ja, bei Paradise einfach mal irgendwo in die Wüste gestellt und mit dem neuen Emote sollte das ganz gut aussehen. 800 V-Bucks, das Teil hier 7 von 10 von mir für der Prickly Patroller. 3,53 von 5 bei 17 Votes am 4. April 2019 ist erstmal drin gewesen. 39 Reminders für 800 V-Bucks. Dann haben wir den stacheligen Schläger, auch für 800 V-Bucks. Oh. Der Teil. Wenn schon, denn schon, sage ich mal. Hier haben wir auch wieder 7 von 10 für die Prickly Axe. 3,17 von 5 bei 6 Votes und nur 6 Reminder. Jetzt geht's hier auf der rechten Seite weiter mit dem Schlagfertig. Für 200 V-Bucks. Ist echt eigentlich ganz cool. Kriegt von mir auch 8 von 10. Schlagfertig. Punched Out. 3 von 5 bei 4 Votes. Am 1. April 2019 das erste Mal drin gewesen. 4 Reminders. Dann haben wir die Volleymeisterin. Ja, Schnuckelchen. 6 von 10 für die Volleymeisterin. Da ein Herzanhänger hinten drauf, der Tennisschläger, wo der Ball da reingeknallt ist. 6 von 10 für die Volleymeisterin. Momentan 3,88 von 5 bei 40 Votes. Am 26. Januar 2019 das erste Mal drin gewesen. 5 Mal seitdem 40 Reminders. Royal Air Force hatten wir gestern auch schon drin. Ich mach kurz durchgeklickt. Ist in den meine Noten im gestrigen Video. Ich glaube, es waren 7 von 10. Royal Air Force. Was haben wir da momentan? Hier derzeit 3 von 5 bei 13 Votes. 2 Reminders. Dann haben wir die Spektral Hacke oder die Spectral Axe. Ja, ich finde die nicht wirklich schön. Kriegt von mir. Ja, 6 von 10, 4,24 von 5 bei 33 Votes am 14. März 2018 das erste Mal drin gewesen, 27 mal 57 Reminders. Dann haben wir die Feldsanitäterin,
Die finde ich sieht ganz, ganz cool aus. Vor allem auch so. Hier kriegt von mir 7 von 10. Für 1500 V-Bucks die Feldsanitäterin. 3,93 von 5 bei 46 Votes am 8. September 2018. Das erste Mal drin gewesen. 7 Mal seitdem 77 Reminders. Für 1500 V-Bucks die Feldsanitäterin. Und dann haben wir den neuen Emote. Den schauen wir uns jetzt mal an. Cactus Pose. Den müssen wir tatsächlich mal mit einem anderen Skin ausprobieren, weil so macht das keinen Sinn. Ich glaube, die hier hat eigentlich... Was wollen wir mit der hier ausprobieren? Nein. Wir machen es hier mit unserer Glühweinagentin. Die hat eigentlich immer die schönsten Posen. So, jetzt gibt es für mich allerdings ein Problem bei Cactus Pose. Ja, aber ich meine, für 200 V-Bucks ist das mega cool, der Teil. Ja, kriegt von mir auch wieder 8 von 10. Aber wenn der Sound da ist, ganz ehrlich, wenn ich irgendwo in der Wüste bin und höre den Sound, weiß ich, ich muss einfach nur irgendwo auf einen Kaktus schießen und dann hat das Ding verloren. Also achtet auf den Sound in Zukunft, wenn ihr irgendwo in der Wüste seid. So, 8 von 10 Cactus Pose. Und ich glaube, da brauche ich nicht wirklich jetzt ein extra Video für zu machen, weil, naja, das jetzt wirklich bei den ganzen Emotes Sinn macht, kann ich euch so aktuell nicht sagen. So, haben wir 5 von 5 bei einem Vote. Ja, 4 Reminders jetzt schon für 200 V-Bucks Cactus Pose. Ja, wenn euch so das Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit Medium gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss, ich freue mich auf euch.